dem Seite gerade gehen, berechnen Sie den Abstand von P1 zu B. Ja, ich habe also, weil das Ganze zweidimensional war, sofort eine Zeichnung gemacht, auch wenn da was von einer Rechnung steht. So, und jetzt wollen wir das Ganze zunächst mal zeichnerisch lösen. Das heißt, ich habe die Gerade G und den Punkt P in meine Zeichnung eingezeichnet. Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wie löst man dieses Problem zeichnerisch? Wie löst man das zeichnerisch? Ja, bitte. Jetzt ein Vektor einzeichnen von dem Punkt P zur Geraden. Das ist der zu muss aber 90 orthogonal zu. Also reden wir, also wir reden da bitte nicht von einem Vektor, sondern eher von einer Geraden. So ist es. Also das heißt, Sie müssen hier orthogonal durchgehen. Ja, Sie müssen hier orthogonal durchgehen. Sowas, dieses Ding hier, hier muss ein rechter Winkel sein. Sie loten hier runter. Wie würden Sie denn diese Gerade nennen? Ja? Das wäre wahrscheinlich der Normalvektor. Ja, die heißt Lotgerade. Also wenn ich sage, wie nennt man die Gerade, dann heißt die Lotgerade. Vielleicht haben Sie diesen Begriff schon gehört. Das heißt, wir nehmen die Lotgerade, also die Lotgerade klein l, das ist die Gerade g. Und was machen wir mit der Lotgeraden? Was machen wir mit der Lotgeraden? Weiß niemand? Ja, bitte. Ja, also das heißt, die schneidet die Gerade G. Und wie heißt denn der Punkt, in dem die Lotgerade die Gerade G schneidet? Ja? Lotpunkt. Zu wenig? Lotfußweg. So ist es, so nennt man das. Ja, das ist ein Fußpunkt, der Fußpunkt des Lotes. Sie steht quasi geistig auf dieser Geraden drauf, loten hier runter und unten sind ihre Füße. Deswegen ist das nicht der Lotpunkt, sondern der Lotfußpunkt. Da haben Sie hier runter gelotet. So, und dieser Lotfußpunkt, den nennen wir mal L. Und wie geht das jetzt weiter? Wie geht das jetzt weiter? Weiß keiner? Also Sie haben hier den Punkt P und hier Ihren Lotfußpunkt, aber da muss ich doch noch mal, ja bitte. Können jetzt eine Geradengleichung aufstellen? Nee. Ja. Ja, wenn man die Koordinaten vom Lotfußpunkt weiß, kann man ja den Abstand drücken. So ist es. Das heißt, jetzt gehe ich her und sage, der Abstand vom Punkt und der Geraden, den interpretiere ich als Abstand des Punktes vom Lotfußpunkt. Ja, das heißt, wenn wir den kennen. Also, unser Auftrag ist klar. Wir müssen als erstes die Lotgerade L aufstellen, dann L mit G schneiden, den Lotfußpunkt berechnen und dann, dann den Abstand interpretieren als den Abstand, also den Abstand von P zu L interpretieren als Abstand von P zu G. Wir gehen jetzt einfach mal so vor. Ich berichte Ihnen jetzt, wir haben hier einen Richtungsvektor. Und der Richtungsvektor dieser Geraden ist 4, 3. 4, 3, das hier ist der Richtungsvektor der Geraden. Welcher Vektor ist denn orthogonal zu 4, 3? Das wissen Sie nicht. Also das heißt, das sollten Sie aber wissen. Also Sie können zum Beispiel hergehen und sagen 4, 3 mal AB gleich 0. Und dann haben Sie einen orthogonalen Vektor. Oder 4a plus 3b gleich 0. Und wenn Sie sich erinnern, wir haben beim Thema Spatprodukt so eine Gleichung gehabt. Und da habe ich gesagt, solche Gleichungen kann man sofort durch Draufgucken lösen. Ja? So ist es. Also das heißt, der hier mit Minus nach vorne und der bleibt hinten. Minus 3, 4. Ich möchte jetzt hier den anderen haben, hat bestimmte Gründe, egal. Das heißt, es geht auch der plus 3, minus 4. Plus 3, minus 4, und wenn Sie genau hinschauen, das ist genau dieser Vektor hier. Das ist 3, minus 4. Und damit haben Sie die Geradengleichung. Also die Geradengleichung der Lotgerade lautet, minus x ist gleich, minus 4, 3, plus t mal 3 minus 4. So, damit haben wir die Lotgerade berechnet. Jetzt müssen wir die Lotgerade schneiden mit der Ausgangsgeraden. Also L geschnitten. Das brauchen wir jetzt. L geschnitten G. Das heißt, dazu schreibe ich die Lotgerade hin. So, und was mache ich jetzt mit der Lotgeraden? Die setze ich mit der Geraden G gleich. Also das
Das habe ich schlecht gemacht. Von der Farbgebung habe ich schlecht gemacht. Ich werde einfach die Farbgebung in Gelb umändern. Setze ich mit der Gerade G gleich. 3, 2. Das hier ist dann die Gerade G. So, 3, 2 plus C mal 4, 3. So, war das jetzt gut, was ich gemacht habe? Oder war das nicht gut? Welchen Fehler habe ich gemacht? Das sollten Sie wissen. Ja, bitte. Das eine T muss zum S. So ist es. Ich muss das umbenennen. Und vielleicht, also ich benenne jetzt mal den hier um, weil der nicht in der Aufgabe steht. Ich nenne das in S um. So, und jetzt berichte ich Ihnen einfach, was da rauskommt. Das heißt, das ist jetzt ein LGS, das Sie rechnen würden. Das heißt, es gilt S gleich 1, T gleich minus 1. Wenn Sie das einsetzen, sehen Sie, dass es sofort klappt. 1 minus 1 passt. 1 war fast gut, oder? Taugt nicht. Taugt es nicht. Ich bin wahrscheinlich hier ein bisschen, taugt bestimmt, wenn ich das will. Also 1 minus 1, dann habe ich hier die minus 1, hier auch, passt. Also, das heißt, das ist die Lösung des Gleichungssystems. Das berichte ich an der Stelle. So, was bedeutet das, wenn ich jetzt hier S und T habe? Ja. Wir können das jetzt in eine der Gleichungen einsetzen und kriegen dann den Vektor, der auf diesen Lotfußpunkt zeigt. Jo, also wir kriegen den Lotfußpunkt raus, völlig richtig. Wir setzen das ein zum Beispiel nach da oben, also L, der Groß L, setzen wir ein als x ist gleich minus 4, 3 plus s, das ist 1, mal 3 minus 4. Und da kriegen Sie, wenn Sie es ausrechnen, minus 1, minus 1. Das heißt, der Lotfußpunkt hier ist minus 1, minus 1. Den haben wir jetzt hier gerechnet. So, jetzt kennen wir den Lotfußpunkt. Jetzt sind Sie dran. Was machen wir jetzt? Jetzt rechnen wir den Abstand zwischen P. Ja, erst bevor wir den Abstand rechnen, rechnen wir den Verbindungsvektor von P nach L. P, das war der minus 4, 3. Der L war minus 1, minus 1. So, und davon die Länge. Minus 4 plus 1 ist minus 3. 3 plus 1 ist 4. Wir brauchen also die Länge vom minus 3, 4. Und wie lang ist der? Wie lang ist der? Sie sehen es nicht, der hat dann die Länge Wurzel aus minus 3 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat, das ist Wurzel 25, pythagoräisches Zahlendrittel, also 5. Also ist der Abstand von diesem Punkt zu dieser Geraden 5. Solche Aufgaben können Sie rein theoretisch schon in Klasse 9 rechnen. Es ist klar, denn in Klasse 9 haben Sie die Hauptform der Geraden, y gleich mx plus b gleich, und dann die orthogonale Gerade dazu, da wissen Sie, die hat Steigung minus 1 durch m, und dann kriegen Sie das hin. So, was sehen Sie? Ja, bitte. Eine Frage. Könnte man es im Abitur wirklich so machen, dass man das einfach in die normale lineare Gleichungsform wandelt? Also, wenn Sie so eine Aufgabe haben, dann dürfen Sie aus dieser Geraden hier machen ein y ist gleich, die hat ja Steigung 3 Viertel, also wie Sie auch immer auf die Steigung 3 Viertel kommen, 3 Viertel mal x minus 3 plus 2. Und dann das mit dem rechnen, das dürfen Sie, es sei denn, es ist von vornherein ausgeschlossen. Also es gilt im Abitur, das was in meinen Klausuren auch gilt, erlaubt ist, was nicht explizit verboten ist und was nicht den sittlichen Rahmen sprengt. Also wenn ich jetzt auf die Arbeiten nicht hinschreibe, dass Handy benutzen verboten ist, dann sollte Ihnen das trotzdem klar sein, das sprengt den sittlichen Rahmen. Ansonsten ist im Abitur sowas selbstverständlich erlaubt. Und genau das ist ja der springende Punkt. Meiner Ansicht nach sollen Sie das sogar tun, weil mit diesen Geraden kommen Sie ja viel, viel einfacher aus als mit den anderen Geraden. Ja. So, das war jetzt, wie gesagt, Vorübung, Niveau Klasse 9. Das können Sie genauso mit Niveau Klasse 9 rechnen, kommt natürlich auch das gleiche Ergebnis raus. Gibt es sonst noch Fragen dazu? Nein.